Mein Name ist Dirk Müller von der Firma Flowkit und wir zeigen hier auf der Embedded World 2014 eine Möglichkeit, Luft- und Kriegsstrecken von Leiterplatten und mechanischen Gehäusen zu berechnen und Fehlstellen zu finden, wo es eben zu Überspannungen kommen kann. Das Neue bei dem Modul Nextra Multidesign ist, dass man eben mehrere verschiedene Designs von unterschiedlichen Entwicklungstools, PCB-Design-Tools, einlesen kann, zusammen mit den mechanischen Daten und so eine Luft- und Kriegsstreckenanalyse im dreidimensionalen Raum durchführen kann. Das ist besonders dann wichtig, wenn Sie sehr hohe Spannungen haben und wo es um lebensgefährliche Designs geht.